Ding, ne? Also Kompressor ist schon was Feines. Noch 1000 Kilometer, dann bauen wir das endlich ein. Hoschgeldens bei Kfz Tutzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den E46 Kompakt. Am Auto kann man viel sparen, aber zwei Dinge solltet ihr nicht sparen. Ne? Es ist Winter, wir bauen den bald um auf Kompressor. Und was brauchen wir dafür? Natürlich gute Winterreifen. Für welche habe ich mich entschieden? Kummo! Sommerreifen habe ich schon ab, das sind die Felgen. Ich habe die einmal sauber gemacht. Schöne Grüße an Salvo. Ich weiß gar nicht, ob er die jemals sauber gemacht hat. Typisch M-Felgen, hinten sind die breiter als vorne. 8J vorne, 8,5 oder 9J hinten. Ich weiß es nicht ganz genau. Jetzt will ich es aber wissen hier. 8,5J und 8J vorne. Wusste ich doch. Aber Eilosch, bevor wir die Reifen drauf machen, habe ich eine Aufgabe für dich. Für mich? Willst du? Ja, ich mache es gerne. Guck mal, ich habe eine Special-Aufgabe für dich. Dauert auch nicht lange. Eilosch. Und wie gefällt dir die Special-Aufgabe? Boah, war ja klar, dass so eine Arbeit hier auf mich wird. Aber ich muss sagen, du hast es schon schön gemacht. Also ganz ehrlich, wie hat es Eidosch hier gemacht? Wir hatten ja davor die Farbe gehabt hier. Türkis. Auf Instagram könnt ihr ihn gerne folgen. Ja, kannst ruhig weitermachen hier, ja, hallo? Ich muss noch ein paar Feinarbeiten. Hast du schön gemacht. Also ich könnte gerne in die Kommentare schreiben, wie das Ei dann gemacht hat. Aber ich finde es sehr schön geworden. Besser als vorher. Wir wollen ja im Winter ein bisschen schneller unterwegs sein. Und deswegen brauchen wir natürlich Reifen, die gut sind. Kummo ist natürlich ein Top-Reifenhersteller mit sehr günstigen Reifen. Und die Qualität ist gut. Für Fahrzeuge aller Art und für leistungsstarke Fahrzeuge. Was ich bei Kummo echt feiere, es gibt so eine Aktion. Ihr kauft Kummo-Reifen, ihr seid nicht zufrieden, warum auch immer. Innerhalb von 14 Tagen könnt ihr die Reifen einfach zurückgeben und ihr kriegt sogar noch bis zu 50 Euro die Einbaukosten nochmal extra. Das ist ein Service. Ich feiere die Reifen und ja, jetzt ziehen wir die auf. Reifen haben wir drauf gezogen. Laufrichtung, gebundenes Profil haben wir hier. Das ist gut für die Wasserableitung und gegen Aquaplaning. Jetzt einmal auswuchten, dann bauen wir das ein. Diebes, aber irgendwo hasse ich es. Deswegen mache ich die Felge immer sauber. Wuchten jetzt erstmal alle aus und dann geht's weiter. Weil danach sind wir immer noch nicht fertig. Unser Orange passt zu unserem Kompressorkit. Finde ich auch besser als du. Tut mir bitte einen Gefallen. Schreibt doch in die Kommentare. Eidosch, du hast es schön gemacht. Ja, ich brauche das, Leute, bitte. Ich sehe Schweißperlen. Weißt du warum? Warum? Weil ich meine Handschuhe nicht anhatte. Darum schwitze ich. Ja, das kannst du doch nicht machen, ohne Handschuhe. Boah, Eidosch, aber ich muss echt sagen, das sieht schön aus. Das sieht gut aus mit das Schwarz. Sieht gut aus. Orange, ja, ne? Passt einfach. Die Felgen auch in Schwarz wäre auch schön. Ja, ja, das würde mir auch kommen. Was meint ihr denn? Soll ich die Felgen schwarz, also Wagenfarbe genau machen? Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich die heute noch schwarz lackiere, ganz schnell. Ich liebe einfach neue Reifen. Das ist ein Fahrgefühl. Die geben dir nur neue Reifen. Wir haben die Winterreifen von Kummo Winterkraft WP 71 eingebaut. Ausgewählte Sorten gibt es natürlich als Ramflat auch. Winterreifen sowie Sommerreifen und Allwetterreifen. Ich werde jetzt die Spurstangen hier gängig machen, bei BMW sitzen die sehr fest und danach gehen wir direkt zur Spureinstellung. Es gibt eine Winterkampagne zurzeit, ein Gewinnspiel. Näheres dazu werde ich am Ende des Videos nochmal euch sagen. Ich werde euch heute mal über den Kompressorkit ein bisschen was erklären, wenn man sowas einbaut, auf was man achten sollte, weil wir haben ja 300.000. Ihr wisst, ein Kompressorkit schützt vor Motorschaden, ihr kennt das, ist doch so. Ich habe mir überlegt, neue Spureinstellungen, Winterreifen, wir fahren jetzt nach Paderborn zu T21 Industries. Die Typen da bauen das jeden Tag ein. Der kann noch viel mehr darüber erzählen als ich. Nimmst du mich mit oder was? Ich nehme dich mit. Komm, wir fahren nach Paderborn.
Paderborn angekommen. Wie ihr schon seht, hier steht ein Ferrari, hier steht ein 335, aber kein M3. Und hier ist Thailand. Herzlich willkommen, Paderborn. Hi. Grüß dich. Von Thailand habe ich mein Kompressor-Kit geholt. Nee, ich hoffe, dass wir heute mal ein paar Einblicke in die Kompressorwelt für dein Kompakt machen können. Und hoffe, dass wir natürlich auch ein paar spannende Informationen für deine Community haben. Eine Frage, was ist das für ein Auto hier? Das ist ein Ferrari 360 Spider, Dubai Import. Genau, den werden wir restaurieren. Der ist ein bisschen sandig, wie du auch siehst. Kraftstoffpumpe geht nicht mehr, Wegfahrsperre ist kaputt. Ist ein ganz seltener Handschalter, hat sich viele auf dem Markt. Nicht erschrecken, sieht ein bisschen oldschool aus. Sieht man auch nicht alle Tage. Definitiv nicht. Und was habt ihr damit vor? Der wird restauriert. Macht hier einfach mal 1.8T-Projekt hier, K04. Feier ich doch. Du hast mir über dein Auto doch was erzählt. Ja. Zeigst du uns den mal? Ein nicht ganz serienmäßiger E46. Warum, werden wir vielleicht gleich erfahren. Das Triebwerk sollte bekannt sein. Das ist auch in deinem Kompakt verbaut. Oh. M54, allerdings hier nicht B25, sondern B30. Das steht für die Literzahl. Mhm. Und hier haben wir so eine kleine Überraschung. Das ist das Kompressor-Kit von GP Infinitas. Mit diesem Kit ist es quasi möglich, diesen Motor von 231 Serien-PS auf über 300 PS zu bringen, mit Eintragung. Mit Eintragung, alles legal. Für die Euro 3 M54 B30 Modelle gibt es ein Teilegutachten, weil das ist, glaube ich, sehr interessant für die Leute, die das Ding in Deutschland bewegen wollen. Das Teilegutachten wird ausgestellt für diesen Motor von Infinitas selber und nach dem Einbau geht man quasi damit einmal zum Prüfer, bezahlt dann seine Prüfgebühr und dann wird das in den Fahrzeugschein eingetragen und somit ist es dann legal. Was übrigens auch noch ein ganz cooler Fakt ist, die Dezibelzahl wird im Fahrzeugschein erhöht. Ja. Das heißt, das Auto ist dann offiziell 2-3 Dezibel lauter. Ja, das kriegt man mit einer Abgasanlage nicht hin, mit dem Kompressor schon. Ne? Das ist geil. Erzähl mal ein bisschen mehr über den Kompressor bitte und sag mir, wie viel PS dein BMW hat. Also, der Kompressor selber, der stammt ja nicht von uns, der stammt von ASA. Ja. Infinitas entwickelt die Kompressor-Kits, das sind dann Fertig-Kits, Plug-and-Play. Plug-and-Play heißt es so mäßig, man sitzt da schon 8 Stunden dran, wenn man das Kit einbauen will. Und das Fahrzeug so mit der Abstimmung, wie sie jetzt ist, die würde ich aber einem Kunden nicht rausgeben, ist bei 320 PS, 330 PS. Es ist auch noch mehr Leistung möglich, tatsächlich. Mit wie viel Bar fährst du jetzt? Wir fahren aktuell mit ungefähr 0,5, 0,6 Bar. Riemenscheibe, die kannst du vielleicht mal filmen. Mit der Übersetzung mit der 95er Scheibe kommen wir da so auf maximal 0,5, 0,6 Bar. Umso kleiner man das hier macht, umso mehr Ladedruck. Ne? Hast du für mich so eine, die so groß ist wie die Schraube? Ja, aber ob der Kompressor dann noch mitmacht, müssen wir dann mal gucken, weil ich glaube. Okay. Hast du sonst was gemacht, außer dem M3 Öldeckel, den hast du noch rumliegen? Steht aber nicht M drauf, habe ich extra drauf geachtet. Ja, es gibt zwei Teile. Wischdeckel hier. Das waren 318 M43. Es ist ein Wolf im Schafspelz. Der sieht nach nichts aus. Hat nicht mal M-Paket. Der fährt 276 GPS gemessen. Genau mein Geschmack. Guckt euch den an. Hm. Hast du an Düsen was geändert? Nein. Die Frage, wir haben hier einen B25. Ja. Was ist hier möglich? Wenn wir jetzt nur den Kit einbauen mit der Stage 1. Dann wird das Fahrzeug 250 PS haben, 95 Oktan fahren kann, knapp unter 300 Newtonmeter. Das wäre quasi die humanste Abstimmung für das Auto. Da geht natürlich noch deutlich mehr. Aber wir bleiben ja nicht bei Stage 1. Auf gar keinen Fall. Sehe ich zum ersten Mal jetzt, auch bis auf diesen Videos. Ja. Wollte mir eben nicht zeigen. Ne? So, Euro 4 sehen wir. Das heißt, für dich wird es auf jeden Fall eine Einzelabnahme. Warum wird es für dich noch eine Einzelabnahme? Du hast hinten, glaube ich, keinen Serienentschalldämpfer mehr drin. Kann das sein? Nein, doch, das ist der Serie. Aber der ist wahrscheinlich ein bisschen... Wie hast du das gemerkt? Ja, also ich bin mit einem E46 aufgewachsen. Ich höre, wenn die Serie sind, wenn nicht. Ja. Der Block von dem Auto ist genau derselbe wie beim B30. Ne? Ja. Im Prinzip beim 25 und 30, der einzige Unterschied, nur der Hub. Die Bohrung ist dieselbe von dem Motor. Und von daher, hier haben wir auf jeden Fall viel Potenzial drin. Ja. Und ich weiß ja nicht, in welche Leistungsregion du möchtest. Ne? Das weißt du ja. Ja, das macht mir Kopfschmerzen. Aber bei dem kleinen Auto. Ich sag mal, einer möchte einen Kompressorumbau machen. Auf was muss er achten? Kannst du da irgendwelche Tipps raushauen? Das Auto muss allgemein in einem super Zustand sein. Das ist ganz wichtig. Die Motoren sind sehr, sehr zuverlässig. Natürlich, der M54 ist meiner Meinung nach einer der besten Sechszylinder-Motoren. Dafür gibt es einen VST. Auf jeden Fall. Ne? Und man muss einfach sagen, die haben ihre Probleme. Das erste Problem sitzt genau da. Am Ölfiltergehäuse verlieren die sehr oft Öl. Das muss natürlich behoben werden. Wichtig ist Kompression, 10 bis 11 Bar.
müssen die bringen, sonst braucht man den Umbau gar nicht machen. Der Antriebsstrang muss definitiv heile sein. Kupplung, Hardyscheibe, da muss einfach alles super sein, weil mit der Mehrleistung hat man sonst einen schnelleren Schaden im Mittellager, als man glaubt. Ganz wichtig, Kerzen alle 10.000 neu. Serien, NGK verwenden wir. NGK immer, beste. Auch noch wird mir voll sympathisch hier. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, Ölwechsel. Also ich wechsle mein Öl alle 5.000 bis 10.000, das mag ein bisschen übertrieben sein, aber ein Ölwechsel kostet nichts. Und ich meine, hier kommt jeder an den Ölfilter dran. Genau, mit Mono kostet es erst recht nicht. Und eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss. Der Luftmassenmesser ist eine wichtige Regelgröße für das Steuergerät. Der muss funktionieren. Deshalb sagen wir eigentlich immer direkt mit neu kaufen. Wenn man ein Automatikgetriebe hat, geht der Umbau auch. Das Automatikgetriebe muss aber 1A laufen. Die ZF5HP-Getriebe am besten einmal durchspülen. Gucken, ob die Ventile auch noch perfekt schalten. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Also wenn man den Kit kauft, bezahlt man für die Abstimmung schon für Stage 1? Die Stage 1 Abstimmung ist mit dabei. Wir haben die Umbauten schon gemacht mit 300.000 Kilometer. Bei uns bekommt man eine Garantie auf den ganzen Umbau. Und wir würden die ja nicht machen, wenn wir nicht dahinter stehen würden. Wenn man den Kompressor kauft, ihr bietet den Umbau auch an? Genau, wir bieten den Umbau komplett an. Wir bieten ein Rundum-Sorglos-Paket an. Abstimmung, Stage 2 Abstimmung, andere Umbauten. Der Kunde muss halt einfach nur sagen, was er möchte. Und dann können wir das jetzt halt nach umsetzen. Und wie lange braucht ihr dafür für so einen Umbau? In der Regel? Für einen Stage 1 Umbau, 2 Tage. Man muss wirklich einfach darauf achten, wenn der Kompressor verbaut ist bei so einem Fahrzeug mit 300.000, dann muss man sich auch ein bisschen drum kümmern. Ja. Intervalle, Service, dann kann die Reise losgehen. Also Tyler, ich bin ja schon hier. Ja. Ich muss die Software ja auslesen und dir schicken. Ja. Kannst du die Software nicht jetzt schon auslesen hier? Wenn du schon so nett fragst, eigentlich schon. Ja, dann haben wir das schon hinter uns hier. Das können wir eigentlich machen. Ich sage euch, Kompressorumbau ist natürlich ein bisschen teuer, ist klar, aber ich würde mir lieber keine Felgen kaufen. Für das Geld würde ich mir lieber einen Kompressor kaufen. Also ist dann meine Meinung. Ich bin selber gespannt, wenn wir das Ganze einbauen und dann gucken, wie Stage 1 ist. Und dann werden wir natürlich später natürlich weiter gucken, was wir noch machen. Aber das wird ihr so oder so noch sehen. Oh, ist der süß. Tja, das ist übrigens die normale Serienansaugung. Wir entwickeln dafür noch einen Cold Air Intake, damit das Fahrzeug von hier unten schöne kühle Luft ansaugt. Wann habt ihr das fertig? Ganz ehrlich, realistisch Mitte nächsten Jahres. Ganz wichtig, beim Schreiben muss auf jeden Fall eine konstante Spannung sein. Beim Lesen ist es nicht ganz so schlimm, es ist auch blöd, aber beim Schreiben muss die Spannung konstant sein. Genau, das. Wie lange dauert das ungefähr? Ich sag mal, ne, über Wochenende will ich einen Kompressorumbau machen. Dann schicke ich das am Freitag und wann kriege ich sie wieder? Wir brauchen in der Regel einen Tag Vorlaufzeit. Das heißt, könnte es sogar noch klappen, dass ich sie Samstag noch bekomme? Wir arbeiten teilweise auch sonntags oder ich. Oh. Und von daher kann es auch schon mal sein, dass man dann Samstag, sonntags direkt E-Mails bekommt mit dieser Datei als Anhang. Ah, das heißt also Kundenfreundlichkeit hier wird groß geschrieben hier. Das heißt, ich weiß ja, wie die Leute sind. Die E46 oder E39 fahren, das ist ja kein Auto, das ist eine Leidenschaft. So, ne? Und da will man natürlich nicht am Wochenende leiden und zugucken, wie das alles fertig steht, sondern man will sein Kit verbaut haben und dann ein paar Runden drehen. Von daher kann ich das verstehen und dann geben wir natürlich auch Gas, dass der Kunde zufrieden ist. Software ist ausgelesen, Datenstand haben wir jetzt auf dem Laptop. Das war's schon. Das war's, das geht relativ schnell. Gut, das war's schon. Hier haben wir einen Kameramann. Carbron hat der hier gemacht. Hast du noch was zu sagen? Deine Community ist ja eigentlich mitunter einer der freundlichsten, die man wirklich bei YouTube so kennt. Ganz ehrlich, und das ist mir auch aufgefallen und da freue ich mich auch drüber, dass da nicht so ein Hass in den ganzen Sachen drin ist, sondern eher mehr Liebe zu diesem Thema, zu diesem Hobby, wo wir alle verstehen. Eventuell könnte man Folgendes machen, wenn deine Community Bock auf das Ganze hat, dass wir dann vielleicht zu euch mal kommen und das ganze Thema dann vielleicht in Richtung Mehrleistung begleiten. Ich fasse mal zusammen. Er hat euch gerade gelobt, hat gesagt, ihr seid die geilste Community, die es gibt. Das stimmt auch. Wenn ihr das wollt, dass Thailand uns das begleitet, mit hier mehr Leistung, Stage 2. Gibt es auch Stage 3? Jein. Jein, das heißt ja, wenn ihr das wollt. Für den Export, sagen wir mal so. Für den Export, also für mich. Also schreibt mir ruhig in die Kommentare. Aber ich finde hier, der Thailand ist sehr sympathisch, echt. Ich wurde hier sehr herzlich empfangen. Ich habe einen Kaffee gekriegt. Super Typ hier, der Kameramann undercover, ist auch sehr cool. Ich glaube, das Thema ist auch ein bisschen selbstsprechend. Jeder, der einen E46 hat, der träumt immer von Mehrleistung, weil ein Saugmotor ist halt ein Sauger, da ist nicht leicht viel zu holen. Und damit hat man wirklich die Chance, legal eine Leistung zu fahren, wo man wirklich jeden Tag beim Aussteigen denkt, warum bin ich gerade ausgestiegen? Ja. Ich kann auch eine Runde weiterfahren. Und das macht's aus. Diese Exportvariante hörte sich sehr gut an. Wenn ihr Fragen habt zum Kompressor, einfach alles unten verlinkt. Könnt ihr natürlich
den lieben Tyler anrufen oder einfach eine E-Mail schreiben. Tyler, ich danke dir. Wir sehen uns, wenn es soweit ist. Ne? Alles Gleiche. Ciao, und ich warte auf meine Software hier. Bei Kummo gibt es gerade ein Gewinnspiel. Ihr könnt bei Kummo einfach die App runterladen. Sei es als Händler, sei es als Privatmann. Kaufe mindestens einen Kummo-Reifen, ladet die Rechnung hoch und dann könnt ihr ja am Gewinnspiel teilnehmen. Und du machst automatisch die Winterkampagne mit. So einfach ist das. Auf jeden Fall, es lohnt sich, die App runterzuladen. Weil es wird in der Zukunft noch viel mehr Gewinnspiele bei Kummo auf der App geben. Kummo auch auf Instagram folgen, weil auf Instagram gibt es jetzt bald auch eine Aktion. Apple iMac 24 gewinnen, dann kann man Apple iPhone gewinnen, Apple Watch, Apple iPad, Beats. Man kann 100 Mal DAZN, Halbjahresabo, kann man gewinnen. Hab ich auch. Geil, wenn ihr Champions League Spiele gucken wollt. Also man kann jede Menge Sachen gewinnen. Ja, ich freue mich schon, diesen Luftfilter abzubauen und den Kompressor hier einzubauen. Ehrlich, 1000 Kilometer noch, Atomium-Test. Die werden wir so schnell wie möglich hinter uns bringen. Diesen Monat möchte ich diesen Kompressor-Kit einbauen. Ich werde euch einmal komplett zeigen, wie wir das einbauen. Zum Nachmachen. Also es wird auch ein längeres Video, kann ich jetzt schon mal sagen. 50, 260, 270 PS. Wir versuchen auf die zu hauen. Worauf? Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich ein Like freuen. Und wer es noch sehen will, natürlich Abo nicht vergessen. Vielen Dank für den Support letzte Zeit. Alles ist unten verlinkt. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Kraft. Bis dann, haut rein. Ciao.